Hallo Deutschland, wir sind Anonymous. Das Internet ist in den letzten Jahrzehnten das wichtigste Medium zur freien Kommunikation und der Verbreitung von Wissen geworden. Der offene Meinungsaustausch im Netz beeinflusst das tägliche Leben von Millionen von Menschen und hilft dabei, korrupte und menschenverachtende Machenschaften aufzudecken und anzuprangern. Es sorgt für einen weltumspannenden, von nationalen Grenzen befreiten Informationsfluss. Wichtige technische Voraussetzungen für den freien Austausch von Informationen im Internet ist die Gleichbehandlung der Datenströme und der uneingeschränkte Zugang dazu. Nicht nur Privatnutzer sind davon betroffen. Auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sind auf einen uneingeschränkten Zugang zum Internet angewiesen. Die Politik in Deutschland und vielen anderen Ländern vernachlässigt oder ignoriert sogar die Bedeutsamkeit dieser Grundsätze. Sie lässt damit zu, dass große Unternehmen die Kommunikationsregeln des Internets selber aufstellen und ändern können. Die Grundbedürfnisse der betroffenen Menschen werden nicht erfüllt. Es gibt keine Gesetze, welche diese Bedürfnisse als Recht den Menschen zusprechen und den Unternehmen damit Pflichten und Grenzen für ihre Internetregulierung auferlegen. Am 22. März 2013 hat die Deutsche Telekom AG bekannt gegeben, die Flatrates für Internetzugänge einzuschränken. Diese haben dafür gesorgt, dass wir das Internet ohne Kostenrisiken frei nutzen können, ohne dass wir uns über die Dauer unserer Online-Tätigkeit oder die Datenmenge Gedanken machen müssen. Dieses breit akzeptierte Konzept droht zu fallen. Der Komfort der Flatrate, der uns einen sorgenfreien Zugang zum Internet ermöglicht hat, wird durch absurde, neue Angebote ersetzt, die auf willkürlichen Datenobergrenzen beruhen. Die Nutzung des Internets wird dadurch erheblich erschwert. Man wird sich in Zukunft Gedanken machen müssen, wie man sich die von dem Provider zugewiesene Datenmenge einteilen möchte. Dies ist erst der Anfang eines Weges, an dessen Ende sich die Menschen mit einem auf das Nötigste begrenztem Internet begnügen müssen. Die Vielfalt des Internets ist bedroht. Anonymous wird jeden Ansatz einer Regulierung, Beschneidung und Vorteilnahme bekämpfen, welche die Freiheit eines jeden einzelnen Benutzers im Internet bedroht. Hilf mit, dieses wichtige Thema in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Überzeuge deine Familie, Freunde und Bundestagsabgeordneten davon, wie wichtig dir ein freies Internet und der sorgenfreie Umgang damit ist. Für Netzneutralität, wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.